Ey Leute, wir sind hier wieder back mit Mario und so. Und heute geht's ins Geisterhaus. So. Geisterhäuser sind immer so eine Sache. Weil irgendwo sind hier immer drei Münzen versteckt. Irgendwo ist ein Ausgang versteckt und irgendwo ist auch manchmal ein Geheimausgang versteckt. Und das weiß man natürlich vorher manchmal nicht. Ach du Scheiße, das sind 10.000 Türen. Okay, hier kann man irgendwie durch. Hier kann ich mir eine Feuerblume holen. Geht's sonst noch weiter? Nur die Tür? Okay, gehen wir hier ran. Das sind sehr viele Türen. Okay. Ja, jetzt sind wir in so einem Kasten drin. Ah, der dreht sich auch wieder zurück. Kastenmäßig. Weiß nicht, ob ich hier reingehen sollte oder warten sollte. Oh, das war gar keine Tür. Ich wollte in letzter Sekunde auch reinjumpen, aber dann dachte ich mir, nee. Also dachte ich mir doch, aber dann durfte ich nicht. Das ist der Unterschied. Okay, hier gibt es eine neue Feuerblume, weil ich alte verhauen habe. Sehr nett. So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe schon die erste Münze gerade verpasst. Ich weiß nicht. Jetzt geht's hier hoch. Es ist nicht derselbe Raum, er sieht ihm nur verflucht ähnlich. Ach Mensch, sowas liebe ich am meisten. Ich dachte, sowas hat man nur im bösen Super Mario World Hacks. Okay, ich kann auch hier hoch. Ich kann auch da hin. Ne, da kann ich nicht hin. Da kann ich auch nicht hin, aber hier hin. Gut. Weiß nicht, ob die Tür jetzt geheim ist oder die andere eine Fake-Tür ist. Oh Mann, ich hasse einfach nur Geisterlevels. Genau deswegen. Man weiß gar nichts irgendwie. Okay, hier ist so ein bisschen Kohle versteckt. Versuchen wir den Dingern ein bisschen auszuweichen. Gut. Was haben wir auf der linken Seite so? Blume. Okay, dann wär's das auch. Wo er an der Decke hätte noch was sein können. Keine Ahnung. So, jetzt kommen wir hier raus, was irgendwie wie derselbe Raum aussieht. Nur jetzt können wir auch diesmal hier lang. Wir können auch weiter runter. Warte, war hier was versteckt? Ein Pfeil nach rechts. Eigentlich links. Ich habe nur rechts gesagt. Warte, wenn wir das jetzt nehmen und dahin schmeißen, kann ich auch hier hoch. Und hier rein. In die Tür. Ganz rechts. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Hier kann ich rein, jo. Immer so ein paar unsichtbare Boxen. Okay. Das ist ein P-Switch. Der macht Geld. Und sagt mir, geh mal da lang, guter Bursche. Sonst noch was? Ah, oh, wir haben die dritte Münze. Ey, das ist ein Anfang. Vielleicht, ich glaube, das Level wird dann wohl hier zu Ende sein. Ja. Ey, wir haben eine. Wow. Nicht übel. Warte, Secret Exit? Scheiße. Okay, eigentlich nicht scheiße. Sehr gut, nur ich will eigentlich ungern nochmal da rein. Aber ich muss anscheinend. Okay, wo führt denn das hin? Ein Regenbogen. Wow. Hätte ich wahrscheinlich sogar als letztes erwartet, dass ich mit einem Regenbogen, was? Einfach mal zum Schloss hinkomme, okay. Cool. Ja, ich muss da nochmal rein. So sieht's aus. So, es gibt 10.000 Türen und 9.990 habe ich irgendwie noch nicht betreten, also fangen wir an. Wir haben viel vor uns. Also, hier war ja nix, ne? Hier war eine Tür, da war nix, gut. Der Weg. So, das, genau, war der hier mit diesen drehenden Dingens. Das hier ist keine Tür. Ich hätte noch eine Idee eben gehabt, die ich aber nicht durchgeführt habe. Ach man, das ist ja nicht schlimm, hier ist ja eh ein neues. Und zwar, dass ich jetzt nicht direkt in die Tür hier reinlaufe, sondern noch warte. Ach komm, gib mir die. Ob da sich noch irgendwas tut? Oh, der geht wieder weg. Okay, ich gehe rein. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Oder hey, vielleicht wäre er den ganzen Weg nach links gegangen. Ich habe keine Ahnung. Ob ich will es mal einfach nicht. Es ist so zeitaufwendig. Okay, gehen wir diesmal in die Tür rein. Es ist keine Tür. Bin ich eben hier reingelaufen oder bin ich oben lang gegangen? Ich glaube, ich bin da reingelaufen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rein diesmal. Ja, hier war ich noch nicht. Den können wir easy einfach erschießen. So, jetzt muss ich nur die Wände durchsuchen. Okay, ich muss auf meine Feuerbälle auch achten, weil wenn da eine
Ah, ich hätte ihn am Leben lassen müssen. Ah, fuck. Der Typ hätte überleben sollen. Eigentlich hätte ich sie wissen müssen. Weil er kann die Wand aufbrechen. Gut, vielleicht kriege ich die Chance, da nochmal reinzugehen. Wissen wir ja nicht. Ich glaube zwar nicht so daran. Aber mal gucken. Okay, doch. Es scheint dieselbe Tür zu sein, oder? Also selber Raum, meine ich. Ja, dann warten wir einfach mal. Guck, der kloppt ja auch ein paar Kisten kaputt. Gib mir ein bisschen Geld dabei. So, oh, ist ja gut. Da ich eine zweite Chance bekomme, ist natürlich sehr nett. So, jetzt beeil dich aber mal, lieber Mr. Man. Mr. Man, so heißt er jetzt. Erste Münze, yeah! Vielleicht wird das hier doch noch was. Okay, und weg hier. So. Ich komme hier raus. So, da ist diese eine Tür. Es gibt keinen anderen Weg. Doch, es gibt noch... Ach, da war ich eben oben. Oh, na gut, dann... Oder, nee, in der Tür kann ich hier nicht gewesen sein. Das heißt, ich kann nur hier lang gelaufen sein eben. Gehen wir hier lang. So, ich muss eine zweite Münze und einen ganz normalen Ausgang finden. Aber soweit ich weiß, war hier auch gar nichts. Hier war ein bisschen Geld. Wobei ich auch nochmal gucken wollte, ob vielleicht an der Decke irgendwas ist. Weil das kann auch schon mal vorkommen. Gut, die Decke ist anscheinend nichts los. Tote Hose. Hier, die Tür ist auch keine Tür. Dann können wir gehen. So. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Die Tür oder da runter? Also gehe ich jetzt mal in die Tür rein. Oh, es bewegt sich. Ach, shit. Irgendwo in den Wänden ist locker was versteckt. Da ist die dritte Münze. Okay, sterben wäre es natürlich nicht so gut. Mann, oh, nö. Ach, Mann. Ey, ich will nicht sterben. Die kriege ich jetzt nicht. Kann das? Kann sein, dass ich jetzt Pech gehabt habe. Ich habe jetzt Pech gehabt. Oder geht der wieder runter? Der geht nicht mehr runter. Na gut, dann nicht. Wisst ihr, was ich dann versuche? Ich versuche mir am wenigsten diese Itembox zu holen. Ich hoffe, das ist ein Pilz. Ja. Ich weiß nicht, wo ich dann rauskomme. Wahrscheinlich im Ziel nur. Ah, es ist jetzt frustrierend, dass ich ihn nicht bekommen habe. Ich komme nicht im Ziel raus. Nochmal das. Na gut, auf ein neues. Das nochmal. So, diesmal versuche ich nicht, mich von den Geistern treffen zu lassen. Eben war es mir ein bisschen scheißegal. Aber es hat seine Relevanz. Hier kommt irgendwann die erste Münze an. Nö. Ach, die bleibt an der Stelle jetzt. Okay, wechseln wir die Seiten. So, wow, okay. Ey, ich muss zugeben... Oh, fuck, was mache ich? Ganz ehrlich, warum... Okay, komm, gehen wir einfach. Wenn ich jetzt sterbe, ist alles weg, ne? Also... Weiß ich gar nicht, warum ich so fahrlässig gerade spiele, aber ich muss sagen, das ist sehr nett von denen, dass sie mir da mehrere Chancen lassen. So, dann gehe ich jetzt hier rein. Überleben ist jetzt angesagt. Okay, eine Itembox. Es ist keine Itembox, es ist eine Töte-mich-Box. Und davon gibt es noch gleich ein paar mehr, aber wenn ich in Bewegung bleibe, während die sich so drehen in der Luft... Oh Mann, das war so klar! Man kann nicht ein Level machen und überleben, man muss sterben und alles verlieren. Man muss über... Mann... Ach man, das dauert ein Jahr, das zu machen. Wisst ihr, wie viel Videomaterial das ist? Ein Video hochzuladen dauert bei mir Jahre, weil ich so eine Kack-Internetleitung habe. So, ein Video wird bei mir im Schnitt 700 Megabyte groß oder sowas. Das ist scheiße viel. So, und das verschwende ich dann damit. Boah, fuck. Das gleiche nochmal. Ach man. Cool. Die Dinger kommen von unten und die hauen dich dann einfach. Das hätte man auch wissen müssen. So, allein die Stelle hier. Ein halbes Jahrhundert vergeht. So. Okay, ich darf nicht... Ja, ich bin schon verkackt. Ich habe mich gerade richtig darauf versucht zu konzentrieren, nicht getroffen zu werden. Ich wurde sofort erwischt. So, hoffentlich reicht das mit dem Pilz. Komm, lass mich da rein. Ich habe jetzt auch gar keinen Plan mehr, welche Wege was waren. Ich glaube, ich kann es hier probieren. Dann kam der Raum mit dem Boxer. Jo. Hm.
gehe jetzt aber schnell auf die Seite. Oh nein, oh fuck, komm. Ich schaffe es gerade nicht, ne? Doch, ich schaffe das, weil er es trotzdem aufgemacht hat. Aber ich habe kein Power-Up mehr. Was? Oh mein Gott, ich schaffe es da nicht mehr rein. Ich schaff's da. Habt ihr das gesehen? Vielleicht schaffe ich es ja hiermit noch. Ja, okay. Aber habt ihr es gesehen, wie schlecht das gerade war? Der ist einfach durchgerutscht. Gut. Ich bin mal wieder frustriert. Es ist eigentlich dasselbe Thema wie eigentlich fast jedes Video. Und zwar der Kampf um diese Münzen. Immer das gleiche eigentlich. Problem ist halt, man stirbt, sie sind weg. Damit hat man zu kämpfen. Oh fuck. Waren das nur die beiden? Aber hier kriege ich ja einen neuen Pilz. Ah ne, da oben ist noch einer. So, hier kriege ich einen Pilz. So. Jo. Wo ging es denn jetzt lang? Hier wahrscheinlich. Ich glaube, das war die Tür. So. Den hier nochmal. Okay, das geht ja eigentlich. Also wenn man weiß, wie, dann geht das ja. So, einmal hier rüber und dann darüber ist der Trick. So, und da drüben gibt es noch ein Power-Up. Ist ja nicht so, dass ich Feuer brauche oder so in diesem Level, aber es lässt mich halt einfach einen mehr einstecken. Einen Treffer. Das ist sehr vonnöten hier drin. Gut. Okay, gehen wir hier rein. Ich hoffe überhaupt, das ist der Ausgang. Wissen wir ja gar nicht. So. Also, allgemein den Ausweichen ist eigentlich keine Sache, nur das hier halt, ne, die kommen von unten und sowas, das ist sehr gemein. Boah, guck mal, es sind auch so viele auf einmal. Okay, und gleichzeitig hat man ja gleichzeitig Boden, Wand und mal beides, mal gar nichts, ne? Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die man dazu berechnen muss. Oh fuck, ein großer Geist. Eine Tür. Bitte lass mich einfach ins Ziel. Geisterlevels sind echt nichts für mich. Okay. Sieht sehr zielreich aus. Das ist ein Bösewicht, der ist, wusste ich. So, haben wir's. Sogar mit 3 Sternen. Mehr als ich erwartet habe. Und leider hat das sehr lang gedauert. Wow, das war jetzt ein Level. Gehen wir ins nächste Level. Das nächste Level ist. Okay, wir haben die Wahl zwischen. 3 Levels? Krass. Wir hüpfen einfach über die... Ach, Regenbögen hier. Ja, dann... Okay, wie mache ich denn das? Hä? Oh, ich hätte mir den Weg merken müssen? Ich... Ah. Na gut, dann habe ich mich hier gerade richtig entschieden. Kriege ich den dazu und mache... Was? Ach so. Nein, einfach nur Level machen. Springwolken und Bumerang, Brüder. Das klingt nicht nett. So, hier gibt es schon mal eine Eisblume geschenkt, wenn man es geschickt anstellt. Und das nehme ich mal mit. Das brauche ich bestimmt für irgendwelche Sachen. Muss ich? So etwa, ja, okay. Okay, also die Gegner können ja auch rumhüpfen. Das ist ja da voll der Wahnsinn. Oh, der hat mich direkt erwischt. Fuck it. So, hier kann man nirgendwo rein. Ah, wow. Oh, fuck. Okay, warte. Ah! Scheiße. So, die Münze nicht vergessen. Ach, da unten ist ein geheimer... Da unten ist eine Wolke, oder? Ja, da ist eine ziemlich nicht gut sichtbare Wolke. Aber es bringt auch nur Geld ein. Gut, ein Leben, aber... Ne. Komme ich denn hier durch? Hierfür müsste ich groß sein, aber... Bin ich nicht. Gibt es hier einen Pilz? Nein.
Gibt's hier irgendwie mal irgendwas? Ich. Okay, warte, das Ding könnten wir im Pilz einbringen. Boah, leider stehen mir die Gumbas sehr hart im Weg, während ich hier versuche zu sammeln. Nee, in der Geschwindigkeit schaffe ich das nicht. Guck mal, die Dinger. Kacke. Ich muss irgendwo noch. Okay. Das Problem ist. Warte mal. So blöd das klingt. Nehme ich mir jetzt nicht das Mittelding, sondern einen normalen Pilz. Weil wenn da die zweite Münze ist und ich hier sterben sollte danach, dann ist sie weg. Da muss ich den ganzen Weg jedes Mal zurück. Das heißt, ich mache das lieber jetzt einmal. Das ist Taktik, glaub mir mal. So, ich darf nur nicht mehr klein werden. Am besten mache ich mir jetzt schon mal einen Block kaputt. So. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Ich kann hier schon mal nirgendwo rein. Ich will jetzt alle Blöcke zerstören. Ich bin überzeugt, hier muss irgendwas Schönes sein. Eine Ranke oder sowas. Ach man, hier ist echt nur Müll. Voll enttäuschend, Mann. Okay, warte. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht ist es der Block. Es ist der. Okay. Ich habe gelogen. Ich habe die Hoffnung sogar sehr aufgegeben. Der scheiß letzte Block, den ich nicht gedrückt habe, ist wirklich der, der mir irgendwas bringt. Cool. Okay. Okay. Was mache ich jetzt aber? Ich muss. Also nirgendwo hier rein mehr. Ein Powerblock. Ich hasse es, die Dinger mit mir rumzuschleppen, weil ich nie weiß, wann ich den einlösen muss. Mitnehmen kann ich ihn ja nicht. Drück ich den jetzt? Drück den jetzt. Ah, die Münze. Gut. Und ganz viel Geld, was auch rumhüpft. Cool. Ey, Mann, die zweite Münze gerade, ne? Krass. Ich dachte schon, ja toll, ich habe da unvoll meine Zeit verschwendet. So, damit komme ich hier direkt wieder an. Seht ihr? Und hätte ich jetzt, wäre ich jetzt noch irgendwie gestorben nach. Keine Ahnung, sagen wir jetzt noch irgendwann, wenn ich das Ding vorher gesammelt hätte, müsste ich die zweite Münze mir so den ganzen Weg wiederholen. Das hätten wir alle nicht gewollt. Was? Man kann da. Ah, hier kann man rein. Aber die Zeit, dass ich so viel Kacke, Kacke gemacht habe. Was? Das. Oh, fuck. Okay, warte, 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 das können wir schaffen. Nur leider stehe ich ein bisschen unter Zeitdruck. So, der ist tot. Sein Boomerang. Oh nein. Okay, ein Pilz. Ich habe alle drei Münzen. Das ist eine ganz schöne Sache. Bin ich denn? Okay, eine Minute habe ich noch. Das sollte doch drin sein, denke ich. Das sieht dann schon nach Ziel aus. Nö. Boah, Boomerang, Mann. Oh fuck, es werden ja ganz schön viele von denen. Kann das? Boah, lass mich bloß. Ah, zum Glück kann ich ihre Boomerange auch abschmeißen mit einer Koopa Shell. Zum Glück. Ziel. Wow. Okay, dann habe ich es geschafft. Wurde echt knapp. So knapp habe ich, glaube ich, noch nie ein Level abgeschlossen in diesem Spiel. Aber geschafft. Gut. Oh, da kommen ja noch einiges. Was? Das kann ich nicht machen. Okay, ich muss. Ne, warte, ich will erst. Ja, zurück. Ich würde gerne den unteren Weg nehmen. Darf ich? Was ist, wenn ich jetzt unten lang gehe? Ich will doch nur das Level eigentlich. Der geht dann da lang. Cool, ich bin wieder. Ach Mann. Ich versuche erstmal das Level. Vielleicht. Keine Ahnung. Irgendwas.